Okay, ich muss an den anderen Ort ran. Und schon wieder ist es am Ruckeln. Und meine Güte, ey, was ist denn da los? Jetzt mal ernsthaft, wie soll man das dabei denn spielen? Ah. Da ist der Punkt zum Hacken. Okay. Sehr gut. Haben es doch geschafft. Geniale Verteidigung ist der beste Angriff. So, ich sollte uns ja keiner finden. Aber warum ruckelt das so extrem hier stellenweise? Das ist wirklich unglaublich. So, ein bisschen noch hochladen. Ich hoffe mal, das klappt dann, was er davor hat. Okay, hochgeladen haben wir das. Schüssen die alle Verfolger ab, bevor sie das C2S hacken. Das machen wir gerade. Unsere Suchanzeige sinkt gerade. Wir sind ziemlich unentdeckt hier. Ist halt nur die Frage, wie wir dann hier wegkommen, ohne dass wir wieder entdeckt werden. Wobei, das haben wir vorhin auch geschafft. Das geht schon. Ich bleib mal unspannenderweise einfach hier. Nein, es sieht ihn wirklich keiner. Hier liegt eine Schrotflinte rum. Warum liegt denn eine Schrotflinte rum? Da noch eine. Und bitte nach unten auf Null sinken, da unten rechts. Leitstelle Verdächtiger ist weg, wir brechen ab und kommen zurück. Sehr gut. Das war die spannendste Flucht überhaupt. Erledigt, deine Viren sind drin. Okay, da geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht ausäden. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht. Ach, darum geht's hier eigentlich. Können uns eigentlich mal den Polizeiwagen hier schnappen, ne? Oder? Haben wir auch noch nicht gemacht bisher. Ja, schön. Ist echt ein schöner Wagen. Immerhin ist die Suche jetzt... Ja, ich bin die Polizei, lass mich durch. Immerhin ist die Suche jetzt erstmal zu Ende. Gut. Ich bin immer gespannt, wie das dann, ob das mit dem Satellit, ob da irgendwelche Schwierigkeiten, also was heißt Schwierigkeiten? Schwierigkeiten haben wir jetzt genug gehabt, ob da irgendwelche Herausforderungen aus spielerischer Sicht sein werden. Ob wir da irgendwelche besonders großen Dinge da noch zu hacken haben oder was weiß ich was. Ich finde es ja nett, dass hier nicht mehr alle Ampeln umgeswitcht werden. Oder alle Brücken. Und nicht ständig irgendwelche Scans ausgeführt werden. Weil das hat mit den Jamcoms stellenweise echt gut funktioniert. Aber halt auch nur stellenweise. Und den Wagen hätte ich gern später nochmal. Deswegen muss ich immer mal schön einparken. So. Na, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Dass da wirklich alles kaputt geht. Und die Bilder sind auch cool. Fuck you. Cold 4. Das sind echt schöne Bilder. Ja, doch. Gefällt mir. Ach so. Hey, warte. Wir sind der Sven. Wir haben dich beobachtet. Ihr wisst, was du tust. Du durchtrennst die CEO-S-Zeitung. Genieß die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unseren Code im CEO-S. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert DSAC die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Das heißt, wir sehen jetzt der Arsch. Oder wie? Ach, guck mal. Okay. Das heißt, wir haben uns hier gerade nicht unbedingt Freunde gemacht, glaube ich. Ich meine, wir werden nicht das erste Mal. Gut, das geht schon mal.
Das klappt auch. Das ging aber einfach. Camera. Und was hätte ich denn gern zu hacken? Da. Okay, man natürlich noch mehr davon. Also schön, wir arbeiten uns langsam durch das Gebäude hier nach oben. Oder wie sieht das aus? Sehr nach oben. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann T-Bone das ganze System rügen. Das hält Damien auf. Ich finde ihn. Ausschalten. Oh. Warum haben wir Geld bekommen? Haben wir jetzt die komplette Stadt hier ausgeschaltet mit Strom? Oh. Huch. Erreichen Sie Damien mit einem Boot. Ich hätte gerne mal einen Polizeiwagen, das wäre mir lieber. Vielleicht kann er auch schwimmen, wenn er so toll ist. Ah, ist wirklich krass, wie dunkel das jetzt auf einmal ist. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück und Clara? Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt, dass es stimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Dass die Gespräche auch echt immer so leise sind hier. So. Einmal durch den Brunnen fahren. Haben wir auch noch nie gemacht. Yay. Beim ersten Mal. So. Hi. Gut. Dann schauen wir mal. Also es ist echt... Warte mal. Wo ist der Vogel? Da. Ach so. Da waren wir schon mal. Da waren wir tatsächlich schon mal. Da sind wir schon mal hingefahren mit dem Boot. Immerhin kann er da keine Verstärkung im Sinne von Polizei rufen. Gut, er könnte natürlich eine Atombombe vergraben haben und uns komplett wegsprengen, aber ich glaube, das würde ihm dann auch ein bisschen Schaden zufügen. Und wo sollte er das Ding herkriegen? Gut, das ist, weiß ich nicht, ob ich die Frage beantwortet haben will. Wahrscheinlich geht das immer. So, hi. Na? Ich bin die Polizei. Wie kann ich das Blaulicht anmachen? Kann ich das irgendwie? Aber ich finde es schön, dass man dann nochmal an Stellen lang fährt, wo man schon öfter mal war. Oder wo man halt schon aufreibende Missionen erlebt hat. Und natürlich regnet es gerade. Kann ich ein Segelboot haben, bitte? Ja, anscheinend nicht. Na, meine Hose ist nass. Na, geh da rein. Ich habe jetzt wenig an Ausrüstung, also zumindest keine Jamcoms. Aber hoffentlich brauche ich die auch nicht. Da ist der Leuchtturm. Der einzige Ort mit Strom. Das ist Damien. Das ist schön. Hat er sich ein nettes Plätzchen ausgesucht. Und mit Plätzchen meine ich nicht die zum Essen. So. Wie schnell so ein Schiff auch einfach mal bremst. Ist schön. Mag vielleicht an der Wasserreibung liegen. So, können wir hier jetzt da mal gucken. Erreichen sollen wir das. Ich bin ja sehr gespannt, was gleich passiert. Muss ich ja zugeben. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel Elan. Aber es war nie wie jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. Wir waren da sogar schon mal oben. So, liften wir uns mal hoch.
Ja, gut. Ich meine, wenn alle für was Gutes kämpfen, dann haben sie durchaus. Dann ist es cool, wenn man solche Skills hat hier. Ach, guck mal. Jetzt allerdings ist es eher nicht so cool. Ich verbringe meine letzten Stunden auf einem Witwengang. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei. Ist er denn die Witwe oder wir? Ob der überhaupt hier ist? Ich glaube es ja fast nicht. Können wir da noch was mitnehmen? Toll, jetzt sind wir auch noch auf der anderen Seite, ey, dieser Vogel. Falls überhaupt. Wir müssen noch weiter nach oben. Ach Gottchen. Na, das wird aber herausgezögert hier. Komm schon. Überraschung. Gibt es eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey, fick dich! Sieh dich an! Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Ihr seid ja lustig. Wisst ihr beide nehmt alles zu persönlich, das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt hier was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auf. Gib her. Na komm, gib her. Was müssen wir jetzt machen? Q? Ich glaube, ich muss Q drücken. Ah, okay. Ich fand ihn gut. Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück. Bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Jemand auf meinem Bildschirm gemalt. Watch Dogs. In Memory of Mark Antoine. Noch einmal. Bürgermeister Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord oder wurde er exekutiert? Tja, man weiß es nicht. Heute hat die PR-Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTOS-Problemen bezogen. Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hocherfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Ihre persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. Na klar, vollkommen sicher, haben wir gemerkt. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen, in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen,
hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Wir machen die Welt zu einer Gemeinschaft. CTOS 2.0. Sie stehen im Mittelpunkt. Die Welt wird ein globales Dorf. CTOS 2.0 macht smarte Städte noch smarter. Ich hoffe mal nicht. Und gleich ein Interview mit einer Frau, die behauptet, den Rächer Aiden Pierce zu kennen. Die bekannte Kinderpsychologin Yolanda Mendez ist bei uns. Dr. Mendez, Ihre Geschichte ist unglaublich. Sie kennen also Aiden Pierce, den Mann, den wir den Rächer nennen. Wie kam es dazu? Ich lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Seine Schwester. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein, nein, nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch. Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes erfahren. Das wird sicher faszinierend. Dr. Mendez, Dankeschön. Meine Güte, was macht die Tante da? Netzwerk hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unserem Ruf von Schwächlingen und stark geschadet. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Tja, und im Fernsehen. Aus dem Polizeikommissariat heißt es, die Verbrechensrate sei in letzter Zeit mehr und mehr gesunken. Doch dem Mann, der das Recht in die eigene Hand nahm, wird kaum ein Anteil daran zugesprochen. Wie anonyme Quellen mitteilen, sind einige Beamte der Polizei durchaus angetan von der Arbeit des Rächers, dürfen dies jedoch in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Naja, er hat letztendlich ja... Während in Chicago noch von den schockierenden Enthüllungen im Mordfall Rose Washington und dem Tod des Bürgermeisters erholt, ist das Interesse an Politik und Wahlen erloschen. Einer der Namen, die für Chicago gehandelt werden, ist der von Blooms PR-Chefin Charlotte Gardner. Ihre Unterstützer meinen, dass Miss Gardner die Glaubwürdigkeit wiederherstellen wird, die Chicago dringend braucht. Haben wir es jetzt bald mal, oder? Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. Hm. Jetzt sage ich mal nichts, damit hier noch die nächste Meldung durchflattern kann und es kommt da keine mehr. Ist auch albern. Tja, heißt es, wir haben jetzt hier... Ich sehe nichts zum Hacken, nichts zum Coolen. Ne, ich glaube, wir haben das Spiel durchgespielt. Und die letzte Mission war nicht ganz so schlimm wie... Oder nicht ganz so langsam, muss man so, wie erwartet. Ah, gut. Ich habe leider keine Rede bereitgehalten jetzt. Aber... Also ich wollte es jetzt eigentlich nicht im Stück durchspielen, jetzt hier die letzte Aufnahme, aber hat der sich ja so angeboten. Ich habe, glaube ich, zwischendurch immer schon viel über das Spiel gesagt, wie ich das finde, was ich davon halte, wie mir das alles gefällt oder auch nicht. Insgesamt muss ich sagen, ist ein schönes Spiel. Hat viele, viele schöne Stellen. Die Geschichte wurde halt gut erzählt, sage ich mal. Das ist natürlich das Schwierige, wenn du da... irgendwelche verschiedene Charaktere, irgendwelche Leute hast, die halt irgendwelche Sachen haben. Ich bringe dann mal gerne irgendwelche Namen durcheinander und dann weiß man nicht, wie die ganzen Personen jetzt zueinander stehen und wie auch nicht. Und das wird auch nicht dadurch besser gemacht, dass das wirklich ständig geändert wird, ne? Haben wir ja zum Ende gesehen, unser eigentlicher Superkumpel da, ne? Und unser Kerl, der uns vorher immer geholfen hat, ist plötzlich gegen uns, ne? Auch unser alter Kumpel Damien, gut, der war schon ziemlich früh erkennbar, dass der eigentlich nicht so cool drauf ist. Hat sich da alles umgeändert. Ist schon, ich sag mal, aus der Sicht interessant, dass man halt wirklich nicht so einen übergeordneten Blick hat, wer jetzt was eigentlich genau macht, sondern dass man
immer nur Stück für Stück erfährt oder halt auch mal eine Meinungsänderung stattgefunden hat innerhalb der Geschichte. Und wie das dann alles zueinander kommt, was jetzt plötzlich, dass jetzt plötzlich Überraschungen sind, wie die Geschichte geändert wird, dass man dann plötzlich neue Verhältnisse zueinander hat, ist schon ziemlich gut gemacht. Und von der Erzählungsweise her, die ganzen Zwischensequenzen sind halt wirklich gut gemacht, finde ich. Stellenweise halt ein wenig, gut überdramatisiert ist immer so eine Sache. Die einen finden das super toll, weil die gerade selbst in diesem Moment drin sind, in dieser Stimmung. Und man empfindet alles irgendwie als überdramatisiert, wenn man halt außen steht und eigentlich gerade am Schmunzeln ist. Und eigentlich total gut drauf ist und dann kommt da jemand und heult hier die Gegend voll. Aber an sich sehr gut gemacht, die ganzen Zwischensequenzen, alles hier, die ganzen Dialoge, alles. Ich fand die Synchronsprecher auch voll in Ordnung. Ist ja gerne mal ein Kritikpunkt. Und ja, hätte mir zwischendurch gewünscht, dass es nicht ganz so viel Herumfahrerei und Flüchterei vor Polizei ist und solche Verfolgungsjagden halt, sondern dass man wirklich mehr unentdeckt im Untergrund und sowas machen würde, dass man vielleicht stellenweise ein wenig strategischer vorgehen müsste und nicht ganz so spontan Hauruck-Aktionen da immer hinzuzimmern hat. Ich meine, es ist ja eine sehr schöne Sache, dass man wahrscheinlich die meisten oder halt einen großen Teil der Mission auch auf verschiedene Weisen schaffen kann. Das heißt, entweder man mäht einfach alle nieder, die da einem im Weg stehen, oder man hackt sich da eben irgendwo rein, ohne dass man überhaupt gesehen wird. Haben wir beides, glaube ich, recht ausführlich gemacht. Und finde ich schön, dass sowas funktioniert, dass man das auf verschiedene Weisen machen kann. Dadurch, dass es halt offene Gelände sind, offene Gebiete, hier eine ganze offene Welt, gibt es auch verschiedene Lösungsansätze, allein selbst wenn man die gleiche Vorgehensweise hat. Das heißt, von welcher Seite gehe ich jetzt ins Gebäude rein, wo verstecke ich mich, solche Geschichten. Das finde ich schon ziemlich cool. Ansonsten ist es halt mir persönlich ein wenig zu sehr GTA gewesen. Ne, von wegen, ja, viel rumgefahren, viel irgendwelche Autos klauen, irgendwelche Geschichten in der Art. Ansonsten die Geschichte an sich, von wegen, wir haben hier einen Rächer, der ist auf der Rache, weil eine Person mal umgebracht worden ist, die ihm nahe stand. Ja, ich glaube, an sich ist das jetzt nichts wirklich Spannendes Neues. Das gibt's, glaube ich, überall. Also, habe ich zumindest schon öfter mal gehört. Das war jetzt nicht wirklich was Überraschendes. Also das Motiv an sich, warum diese ganze Geschichte gestartet ist, war jetzt nicht überraschend. Finde ich ein bisschen sehr klischeehaft fast. Und ja, gut, na, ist halt die Frage, was soll man da auch sonst machen? Es ist halt irgendwie nachvollziehbar, wenn man einen Menschen verloren hat, der einem nahe stand, dass man dann Rachegefühle und solche Geschichten hat. Das heißt, man kann sich recht schnell dann mit der eigentlichen Person identifizieren. Allerdings, dass der dann noch, weiß es ich, wie viele hunderten Leute wir jetzt umgebracht haben. Ich glaube, dann ist dieser Racheakt schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber letztendlich haben wir es ja mehr oder weniger auch in der Form weit gebracht, dass wir die Stadt bereinigt haben von diesen ganzen schlimmen Typen, die da so unterwegs sind. Wir waren halt jemand, der durch diese ganzen Hacker-Geschichten, durch die Vergangenheit entsprechende Kontakte gehabt hat. Und sind dann natürlich an Stellen gekommen, die von der Polizei normalerweise nicht einzudringen sind. Von daher haben wir das schon ganz gut gemacht, denke ich mal. Von daher war das schon ganz nett. Ist nicht wirklich ein Happy End. Fast alle Charaktere, die wir im Spiel irgendwie gekannt haben, sind tot. Ne, die Clara ist tot, dann, unser Kumpel da, ich habe den Namen leider vergessen, ist tot. Der Damien ist tot. Quinn ist tot. Der Bürgermeister, gut, den haben wir nur kurz kennengelernt, ist auch tot. Nikki und Jax leben, das ist schön, weil wir die früh genug, was heißt früh genug, weil wir die irgendwann halt rausgeworfen haben hier. Und natürlich unser Kollege T-Bone, der ist auch mit dabei, der lebt auch noch. Den fand ich übrigens ziemlich nett, vor allem, weil er uns nicht verarscht hat. Und nicht, also der hat eine Vergangenheit, aber eine, mit der er eigentlich abgeschlossen hat. Von daher, glaube ich, war das der einzige wirkliche Kumpane, den wir da gehabt haben. Zumindest auf längere Sicht. Die anderen waren alle zu berechnend. Alle zu sehr auf Geld und Macht aus. Ich glaube, der Damien, nicht der Damien, der T-Bone
hatte genug Menschlichkeit dann noch in sich drin, um zu gucken, wen er jetzt verrät und wen nicht. Deswegen ist er irgendwann da auch mal ausgestiegen. Wie dem auch sei, ihr dürft gerne mal davon, ihr dürft gerne schreiben, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr es selbst gespielt habt, ob ihr es nur gesehen habt, ob ihr es vielleicht aus verschiedenen Sichten gesehen habt, was ihr da von der Geschichte haltet. Mein Monolog, den ich hier gerade mal runtergeduselt habe, mal ein bisschen eure Meinung dazu schreiben. Ich werde jetzt nicht weiter hier mit euch zusammen, zumindest nicht in diesem Let's Play, mich um weitere Missionen hier kümmern. Soweit ich das gesehen habe, sind das meistens halt nur irgendwelche Fixer-Aufträge. Da hast du dann drei verschiedene Sorten, von wegen fahre das Auto da und dahin oder beseitige die und die Person oder was weiß ich was. Es gibt natürlich eine Menge Minispiele, das kann, heißt, kannst du Poker spielen, Karten spielen, irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Sachen da machen. Da gibt es eine ganze Menge von. Da möchte ich allerdings jetzt nichts von machen. Und ich würde sagen, damit beende ich das hier als Let's Play zu Watch Dogs. Und freue mich, dass doch einige hier zugeschaut haben. Für mich war es interessant. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gab halt ein paar Stellen, die ein bisschen frustrierend waren. Konnte man, glaube ich, merken. Gerade wenn du da irgendwelche Missionen hast, die du dann wiederholen musst. Und dann wird an die ganze Geschichte da wieder vorgekaut. Da hat man die Dialoge, die man nicht überspringen kann. Oder irgendwelche Geschichten in der Art. Die gehen einem beim dritten oder vierten Mal dann schon ein bisschen auf den Zeiger. Oder hast halt irgendwelche Stellen, wo du dann natürlich auch durch die eigene Blödheit oder durch die eigene Vorgehensweise in eine Situation gekommen bist, wo du nicht wieder rauskommst und das, wo man dann entsprechend auch ein wenig trotzdem versucht rauszukommen, aber was geht halt einfach nicht. Ne? Das ist dann schon ein bisschen nervig, liegt aber dann tatsächlich an der eigenen Vorgehensweise. Ne? Wenn du da irgendwie in einen Polizeikonvoi fährst und plötzlich blocken die dich von allen Seiten zu, ist klar, dass man dann nicht mehr mit dem Auto wegkommt. Man will es halt trotzdem, aber es geht halt nicht. Das ist auch der Sinn von so einer Blockierung, die dann passiert. Es ist natürlich, ne, man hofft sicher dann doch noch, dass es irgendwie funktionieren kann. Und deswegen, man hätte es auch anders machen können. Dann wäre man nicht in die Situation reingekommen und dann wäre es alles gut gewesen. Von daher macht das Spiel schon vieles richtig, denke ich mal. Letztendlich konnte man schon merken, dass es ein Spiel ist, was in erster Linie für den seichten Unterhaltungsfaktor gemacht ist, sag ich mal. Es gab keine knüppelschweren Stellen, die wirklich mit viel Feingefühl zu lösen sind. Man kann es gemütlich vom Sofa aus mit dem Gamepad spielen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist ein Konsolenspiel, was auf dem PC dann portiert worden ist. Die Portierung jetzt nicht so der wahnsinnige Knaller. Wie gesagt, ordentliche Frame-Einbrüche da, gerade zum Ende da, wo wir einfach mal von was weiß ich, wie vielen Polizisten umgeben waren. Das war echt schlimm an der Stelle. Nochmal angemerkt. Ansonsten ist es, ja, es ist, ja, kein, also es ist ein gutes Spiel. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt, also ein Highlight wird es für mich nicht bleiben. Sag ich mal. Die Idee an sich ist sehr nett, dass man auch diese Hacker-Geschichte dabei hat, dass man im Untergrund kontrollieren kann. Aber ich hätte die Umsetzung vielleicht noch ein bisschen anders gewünscht. Ich weiß nicht, wie genau man das anders machen könnte. Aber vielleicht ein bisschen, dass man ein bisschen mehr strategischer vorgehen muss. Dass man verschiedene Stellen hat, wo man dann die Punkte besetzen muss. Oder was weiß ich was, dass man da Kontrolle dann haben kann. Oder dass nicht die Rätsel einfach nur aus einfachen Rumklick-Rätsel dann bestehen. Und man die mehr oder weniger durch Zufall schon lösen kann. Wie gesagt, den Ansatz finde ich nett. Aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, mehr kontrollieren zu können als so ein paar Ampeln und so ein paar Gullideckel, die einem dann mal um die Ohren fliegen, was wir übrigens fast nie gemacht haben. Ne? Habe ich, glaube ich, alle schon zu Genüge während der ganzen Folgen gesagt. Ich rede hier schon seit 10 Minuten durch, ist schlimm. Und ich würde sagen, ich hätte gern eine Möglichkeit, wie ich hier aus dem Screen komme. Hallo? Das wäre jetzt mal noch eine feine Sache. Hallo? Escape geht nicht. Hallo? Muss ich den PC jetzt hacken, damit das funktioniert? Dann nehmen wir mal das Gamepad und drücken da mal drauf rum. Nee. Was ist das denn für ein Quatsch? Hä? Keine einzige Taste, auch nicht auf dem Gamepad, bewirkt hier gerade mal irgendwas. Auch Escape kann ich drücken wie sonst was.
Das finde ich komisch. Tja, wie dem auch sei, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was das Spiel kriegt, geht gerade mal nicht aus. Tja, ich hoffe mal, der speichert den Fortschritt. Wenn ich das hier gleich gewaltsam beende. Weil die letzte Mission will ich dann doch nicht nochmal machen. So der Knaller war jetzt auch nicht. So, ansonsten, ich weiß nicht genau. Also es klingt, glaube ich, als hätte ich an einigen Stellen recht rumgemeckert über das Spiel. Es ist ein schönes Spiel. Ich weiß aber nicht, wahrscheinlich würde ich es mir persönlich nicht für den Vollpreis kaufen. Also sehr wahrscheinlich nicht. Es hat die Erwartung, sage ich mal, oder ich hatte eigentlich vorher, bevor das jetzt rausgekommen ist, eigentlich quasi keine Erwartung. Ich wusste halt von dem Spiel, nur noch von damals, von den Ankündigungen, dass es da halt so ein paar schöne Videos von der E3 und was ich was gab, was man denn alles so machen kann, hätte ich mir ein bisschen was anderes erwartet, sage ich mal. So, um es nochmal gesagt zu haben, ich beende das jetzt einfach mal hier. Ich mache das mal gewaltsam. Ich schmeiße einfach den PC aus dem Fenster. Das ist, glaube ich, der sinnvollste Weg. Ich hack mich da einfach rein. So. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare. Es war mir eine Freude, auch wenn tatsächlich die Zuschauerzahlen nicht so der Überkracher waren jetzt hier. Liegt allerdings darin, weil das Spiel komplett und frisch neu war. Das heißt, es haben das wirklich, alleine aus dem Gronkh.de-Netzwerk haben da, glaube ich, mit mir zusammen vier Leute das Let's Played. Viele Leute haben es selbst gespielt, viele Leute haben es noch woanders geschaut und ja, ne, der Beschluss, den ich da schon beim wöchentlichen Rahmen mal gesagt habe, festigt sich dadurch ein wenig, dass ich keine, oder halt bis auf wahrscheinlich sehr, sehr große Ausnahmen, die mir persönlich am Herzen liegen, dass ich keine neuen, frischen AAA-Titel mache, die wirklich jeder spielt. Es sei denn, es ist halt wirklich so eine Sache, wo ich unbedingt das selber gerne machen will. Ne, wird es wahrscheinlich dann eher weniger geben. Und tja, wie es denn gerade so kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei irgendeinem Let's Play. Ist mir egal, was ihr schaut, aber schaut gerne mal wieder vorbei. Bei dem, was kommt, bei dem, was gerade ist oder vielleicht bei dem, was gerade war. Ist alles auf dem Kanal zu finden und damit bin ich echt mal raus. Ey, wer sabbelt denn hier stundenlang noch in der Gegend rum? Vor einem Bildschirm, wo überhaupt nichts passiert. Vor allem, wo auch nichts machbar ist hier. Hört ihr das? Das ist meine Tastatur, ich hänge da drauf rum. Es geht nichts. Vielleicht ist es wegen des Konsolenspiels, dass man das Spiel dann einfach ausstellen soll. Und diese Geschehnisse verarbeiten soll in einem Sommerspaziergang. Tja, ich mache jetzt keinen, weil es regnet gerade. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!